So, Sales und Marketing. Das ist ja manchmal so eine kleine Hassliebe. Sales beschwert sich, dass Marketing keine vernünftigen Verkaufsgelegenheiten liefert. Marketing beschwert sich, dass Sales nicht irgendwie vernünftige Infos, Fragen, Einwände von Kunden liefert, womit Marketing dann wiederum gute Kampagnen machen kann. Deshalb dachten wir uns, wir lösen das Problem heute ein für alle Mal. Und ich habe mir Simon dazu geholt. Simon ist bei uns Sales-Mitarbeiter und er hat die Fragen mitgebracht aus Sales, die jeder Marketer im B2B beantworten können muss. Das Spannende ist jetzt, ich kenne die Fragen noch nicht. Ich werde sie also wirklich spontan beantworten. Er hat sie sich rausgesucht, er wird sie mir gleich stellen. Ja, und dann muss ich sie spontan beantworten und mal gucken, ob ich das hinbekomme. Also Simon, let's go, oder? Let's start. So, dann machen wir es uns hier für Frage 1 mal auf der Tischtennisplatte gemütlich und hoffen, die hält. Ja. Ja, Simon, hau raus, Frage 1. So, Frage Nummer 1 habe ich dir mal was mitgebracht. Und zwar, kann ich durch mein bestehendes Netzwerk einen Vorteil auf LinkedIn mir holen? Ist das möglich? Durch das bestehende Netzwerk, das ich schon bei LinkedIn auf der Plattform mit meinem persönlichen Profil habe, meinst du, ne? Ja. Ja. Du kannst nicht direkt die Personen, mit denen du mit deinem persönlichen Profil sozusagen verknüpft bist, irgendwie jetzt durch Werbeanzeigen oder so auf LinkedIn erreichen. Du kannst sie allerdings natürlich sehr wohl durch organische Inhalte erreichen. Und da kannst du auch sehr, sehr, sehr schön dafür sorgen, dein Netzwerk sozusagen strategisch weiter in die richtige Richtung deiner Zielgruppe auszubauen, ja? Das ist ja zum Beispiel auch was wir bei uns im LinkedIn-Formel-Training ja auch durchgehen, wo man dann wirklich sich anschaut, okay, wer sind die Personen in meiner Zielgruppe und auch wer sind die Influencer, die Multiplikatoren bei meiner Zielgruppe auf LinkedIn und dann sozusagen systematisch Tag für Tag das Netzwerk in diese Richtung weiter ausbaut. Das macht man dann auch mit so einer Kontaktanfrage, nach so einer bestimmten Methode können wir noch mal tiefer reingehen, um da jetzt nicht einfach nur simple Kontaktanfragen zu schicken, sondern wirklich so, dass man auch direkt von Tag 1 anfängt, irgendwie Beziehungen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen und dann, wenn ich dann organische Inhalte auf LinkedIn veröffentliche, auch die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass auch wirklich die Leute aus meiner Zielgruppe, die ich erreichen möchte, meine Inhalte dann auch sehen. Und dann kann man das später sogar auch noch verbinden, die organischen Postings, die ich veröffentlicht habe, mit dem Format der Thought Leader Ads. Ne? Das ist dieses neue Ads-Format auf LinkedIn, was noch so ein bisschen so ein Geheimtipp ist. Das macht man dann aber erst, wenn man schon vorher wirklich das Ganze einmal organisch validiert hat. Also, es ist kein direkter Weg, der dir das Leben da sozusagen auf direktem Weg viel einfacher macht, aber durch ein, zwei Kniffe hintenrum kann man das strategisch sehr, sehr, sehr schön aufziehen. Frage Nummer 2, um da ein bisschen so einen Kontext rumzugeben. Jetzt hatte ich letztens ein Gespräch mit so einem Startup und die haben in absehbarer Zukunft einen Fernsehauftritt. Mhm. Und da ging es halt dann wirklich darum. Hier bei Höhle der Löwen, ne? Genau, das war bei Höhle der Löwen. Bei König der Löwen. Und bei denen ging es darum, wie fange ich Traffic, der jetzt relativ absehbar auf dieser Webseite dann noch generiert wird, wirklich gut ein, sodass ich den möglichst gut dann im Marketing auch wirklich verwenden kann. Die haben in dem Moment, wo sie bei so einer Massenfernsehsendung sind, haben sie einen riesen Vorteil. Nämlich Massen an Traffic auf ihrer Webseite von Personen, die offensichtlich irgendwie ein Interesse an diesem Produkt haben. Ja. So, das ist ein großer Vorteil. Das haben andere ja nicht. Und deshalb müssen wir und die meisten anderen halt dafür sorgen, uns den Traffic von dort zu holen, wo halt die Zielgruppe unterwegs ist. Sind es zum Beispiel solche Plattformen wie LinkedIn oder Google oder Facebook oder Insta oder was auch immer, ne? Und machen dann dort eben entweder organischen oder bezahlten Content, Werbeanzeigen. So, und jetzt haben Sie natürlich den riesen Vorteil, dass die Zielgruppe auf deren Grund, auf deren Webseite dann in diesem Moment kurzzeitig einmal unterwegs ist. Das heißt, wir machen dann in dem Moment eigentlich genau das Gleiche, was wir auch auf den anderen Plattformen machen würden, wo wir auf dem gemieteten Grund erstmal unsere Zielgruppe erreichen. Nämlich, wir wollen diesen Zielgruppenbesitz konservieren. Ja, wir wollen die Zielgruppe dann auch bei uns behalten, weil einen Tag später ist der Traffic schon wieder weg nach der Fernsehsendung. Deshalb
würde ich hier sagen, wichtig strategisch als ersten Punkt, den Zielgruppenbesitz einzusammeln, zu konservieren, die Zielgruppe auf dem eigenen Grund zu behalten. Ja, wie machen wir das standardmäßig? Indem wir die Kontaktdaten der Zielgruppenmitglieder dann in unser CRM, in unsere Kontaktliste, in unsere E-Mail-Liste führen. Und das passiert natürlich vor allen Dingen dann, wenn wir den Leuten etwas im Tausch gegen ihre Kontaktdaten anbieten. Zum Beispiel im B2B, ne, nutzt man dann häufig Leadmagneten in Form von nützlichen, hilfreichen, wertvollen Inhalten als PDF beispielsweise. Man kann auch andere Leadmagneten machen in Form von Videotrainingsformen oder sowas. Auf jeden Fall irgendetwas den Leuten schon mal liefern. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Produkt war, was sie verkaufen. Wenn es vielleicht auch was Physisches ist, kann man vielleicht schon mal eine Probe liefern oder so. Ja. Wir haben zum Beispiel ja einen Kunden im industriellen Matcha-Tee-Bereich. Ja. Und ne, da kann man dann zum Beispiel schon Produktsamples oder sowas verschicken. Irgendetwas, um eben den Leuten einen Grund zu geben, ja, ihre Kontaktdaten dazulassen und damit den Zielgruppenbesitz schon einzusammeln. Und ab dem Zeitpunkt passiert dann eigentlich alles genauso wie sonst auch bei anderen B2B-Marketing-Strategien. Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufbauen bei der Zielgruppe durch gutes Nurturing, durch gute Inhalte, durch exzellente Fachinhalte. Damit dann natürlich auch gute Verkaufsgelegenheiten hinten raus für den Sales herzustellen. Sehr gut. Danke dir. So, kurze heimliche Office-Tour hier. Ja. Jetzt schauen wir mal eben hier bei den anderen vorbei. Da ist zum Beispiel Valentina. Valentina! Hi. Was machst du gerade? Ich scroll durch LinkedIn. Oh, und hier mal Zino. Zino hat auf jeden Fall die richtige Uniform heute an. Als Einziger. Weil sie sich hinter der Kamera Uniform, bitte. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, Zino ist hier neu bei uns im Sales-Team. Alright, also Frage Nummer 3, Anschlussfrage zu dem davor. Mhm. Warum ist das Thema Nurturing eigentlich so wichtig? Also warum ist das Nurturing wichtig? Nurturing, das Nähren der Beziehung, ne? Das Nähren der Beziehung zu unseren potenziellen Kunden, zu unserer Zielgruppe, zu unseren grünen Bananen. Mhm. Wenn wir jetzt erstmal Zielgruppenbesitz aufbauen, Leads generieren, aus denen dann später Verkaufsgelegenheiten entstehen sollen, dann sind das halt noch grüne Bananen. Wisst ihr ja von euch selbst, nur weil ihr euch mal irgendwo auf einer Webseite von einem Unternehmen umgeguckt habt oder vielleicht euch Content von denen runtergeladen habt, ist es ja noch nicht so, dass ihr am nächsten Tag sofort anklopft und sagt, schönen guten Tag, ich will jetzt gerne bei euch kaufen. Ja. Sondern Vertrauensaufbau, Beziehungsaufbau, Nachfrageaufbau, das entsteht, wenn wir dieses Unternehmen oder auch die Personen im Unternehmen häufiger wahrnehmen, häufiger positiv wahrnehmen, wenn wir schon Wert von ihnen erhalten, um zum Beispiel schon ein Stück weit ein Problem, das wir haben, einen Engpass, den wir haben oder eben ein Ziel, das wir haben, zu lösen oder zu erreichen. Dadurch bauen wir Vertrauen auf, dadurch bauen wir Beziehungen auf, dadurch bauen wir Nachfrage auf, ja. Und dadurch entstehen dann hinten raus gute Verkaufsgelegenheiten. Dadurch werden aus grünen Bananen reife Bananen. Und das ist Nurturing, ne? Das ist das Nähren der Beziehung. Auch ne, gerade im B2B sind die Sales-Zyklen lang und man kann sie zwar durch gutes systematisches Nurturing kann man sie ein Stück weit verkürzen, aber trotzdem muss natürlich erstmal in einem Unternehmen auch ja, jetzt wirklich der Engpass priorisiert werden, dass er gelöst wird. Es muss die Entscheidung gefällt werden, dass man sich nach einem Anbieter umsieht oder dass man sich für einen bestimmten Anbieter entscheiden möchte etc. Und da ist es halt wichtig, ja, einfach gutes Nurturing zu betreiben. Auch den Mere-Exposure-Effekt zu nutzen, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, können wir hier verlinken, der in der Psychologie eine große Rolle spielt, um genau dieses Nurturing und dann auch die Demand-Generation, also den Nachfrageaufbau, dann auch wirklich ja, schön Step für Step systematisch zu machen. Nächste Frage, bisschen Kontext wieder dahinter. Mhm. Und zwar, jetzt bin ich mit einem Kunden im Kontakt und es steht ein Produktlaunch an. Ja. Heißt, wir in abgesehener Zukunft wieder, innerhalb von den nächsten 2 bis 3 Monaten kommt ein neues Produkt auf den Markt. Wie launche ich dieses Produkt wirklich sinnvoll? Also wie sammle ich auch da wieder vielleicht bis dahin die nötige Zielgruppe an und wie mache ich das dann von Tag 1 zum Bestseller? Da kann man wirklich sehr schön diese Produkt-Launch-Strategie machen, jetzt hier auch insbesondere natürlich bezogen auf B2B. Ja. Und da ja, will ich im Prinzip das imitieren, was ja große Brands
sei es jetzt so ein Mercedes-Benz oder ein Adidas oder was auch immer, wenn die ein neues Produkt launchen, dann ist halt deren großer Vorteil, dass sie mit einem Knall in ihre Community, in ihre Zielgruppe hinein, in ihre Fanbase hinein, in die breite Masse hinein, ja, natürlich einfach ein neues Produkt launchen können und in Anführungszeichen die Welt darauf gewartet hat. Das ist natürlich bei uns kleinen Unternehmen, B2B-Unternehmen nicht der Fall, aber wir können ein Stück weit das Ganze imitieren. Und dafür ist es halt wichtig, schon im Vorhinein, schon viele Monate vorher, auch hier wieder anzufangen, den Zielgruppenbesitz aufzubauen, die Personen aus unserer Zielgruppe, die später unsere Kunden werden können, erstmal als grüne Bananen in unsere Kontaktliste, in unser CRM, in unsere E-Mail-Liste zu führen, dann dort natürlich auch schon im Sinne des Nurturings und der Demand Generation Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufzubauen, auch schon mal so diesen Samen zu säen, dass da demnächst ein Produkt kommen wird, das ein bestimmtes relevantes Problem eben für diese Zielgruppe löst oder ein bestimmtes Ziel sie schneller, einfacher, günstiger erreichen lässt. Und dann kann ich nämlich auch in diesen Zielgruppenbesitz hinein, wenn der Tag des Launches gekommen ist, durch gutes E-Mail-Marketing, durch gute Online-Events beispielsweise oder auch durch ein gutes Vor-Ort-Event, kann ich dann natürlich den Launch dann auch durchführen. Da gibt es dann auch wieder ein bestimmtes Schema von solchen Launch-E-Mail-Sequenzen beispielsweise, von einem Launch-Webinar, was man in dem Moment dann machen sollte, von bestimmten Verknappungselementen, die man dann im Marketing und im Sales einbaut, sodass dann auch wirklich die Leute dann auch ja, bereit sind, auch zum Launch das neue Produkt zu kaufen. Was man auch sehr schön machen kann, ist eine Beta-Kundenstrategie noch vorzuschalten. Das machen wir auch regelmäßig ja mit neuen Angeboten, die wir auf den Markt bringen, dass wir erstmal eine kleine Gruppe an Kunden sozusagen zu unseren Beta-Kunden, zu unseren Beta-Testkunden machen und dann deren Feedback schon fürs Produkt einsammeln. Damit kann man auch schon wieder im Zielgruppenbesitz, in der Zielgruppe schon für Aufmerksamkeit sorgen. Da gibt es also sehr schöne Möglichkeiten, ja. Und auch hier liegt der Schlüssel wieder darum, erstmal die Zielgruppe auf den eigenen Grund zu holen und von da aus dann über die verschiedenen Systematiken das Produkt gut launchen zu können. Alright, danke dir. So, hier haben wir jetzt auch noch Paula. Ich bin gar nicht so gemein. Nein. Kurze Zwischendrin-Filmung hier. Alright. Alright, gib mir die nächste Frage. Nächste Frage und zwar E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing. Ist E-Mail-Marketing nicht voll veraltet und schon irgendwie tot? Warum? Warum denkst du? Ja, also gehe ich damit auch nicht einfach den Leuten schon auf den Keks? Ich meine, jeder kennt, sag ich mal, man bekommt da mal eine E-Mail, irgendwie ja, so den neuesten Newsletter zugeschickt und ja. Und da steht Blödsinn drin, ne? Ja, so in die Richtung. Okay. Hast du schon mal eine E-Mail gelesen jemals in deinem Leben? Ja, gut. Schon ab und zu. Welche Arten von E-Mails liest du? Ja, die, wo ich sage, da ist halt auch wirklich Content dahinter und das will ich mir auch anschauen. Also das ist auch relevant für mich. Du liest also diese Arten von E-Mails, wo du sagst, das Ding, das hat jetzt irgendwie wichtige Informationen da drin. Egal, ob dir jetzt jemand privat eine E-Mail geschickt hat oder irgendeine geschäftliche E-Mail. So, das, wo halt Dinge drinstehen, womit du etwas anfangen kannst, die einen bestimmten Nutzen für dich haben, das liest du dir durch, richtig? Ja. Ja, und das ist genau der Fehler, den halt die meisten im E-Mail-Marketing machen, dass sie halt irgendwelche Blödsinns-Bling-Bling-Sales-Newsletter-E-Mails schicken, wo halt kein Mensch Bock drauf hat, die sofort gelöscht werden, ciao, die man sich nicht durchliest. So, weißt du ja auch, bei unseren Kunden häufig E-Mail-Öffnungsraten von 40, 50, teilweise über 60% E-Mail-Öffnungsraten über die gesamten Serien hinweg. Und das liegt halt daran, weil dort nützliche, hilfreiche, wertvolle, exzellente Fachinhalte drinstehen, die schon ein Stück weit dabei helfen, den Engpass zu lösen oder das Ziel zu erreichen, das, was unsere Kunden beispielsweise dann ihren Kunden wiederum anbieten können. Und dann gilt die goldene Regel, Relevanz erzeugt Resonanz. Ja? Und das ist natürlich wichtig. Das heißt, im E-Mail-Marketing musst du eben gerade nicht irgendwelche blinkenden Buttons, Banner, Bildchen, Newsletter-Style-E-Mails schicken, sondern schicke einfach nur ganz simple, plaine Text-E-Mails, so wie wir uns auch untereinander E-Mails senden würden, privat oder geschäftlich, mit nützlichen, hilfreichen, wertvollen Inhalten drin. Natürlich darf das dann auch wieder psychologisch, copywriting-mäßig, conversion-optimiert sein, aber es muss zu 90%, 95%, 99% guter, exzellenter Fachinhalt, auch gerne mit einer persönlichen Note sein und dann funktioniert das auch.
Verstehe. Heißt, im Endeffekt würdest du sagen, E-Mail-Marketing ist auch heute noch wirklich relevant. 1000%ig. Und es gibt ja auch einen Trend hin zum Beispiel zum Mobile-Messaging, also SMS-Marketing. Okay. Ja? Und da, oder auch sowas wie WhatsApp-Marketing etc., ja. Da ist dann das Hauptargument häufig, dass die Öffnungsraten beispielsweise viel höher sind, ja? Im Vergleich zum klassischen E-Mail-Marketing. Ja. Das Problem ist allerdings, es nervt natürlich auch die Leute wirklich. Also wer will SMS bekommen? Ja, klar, wenn wir eine SMS bekommen, dann lesen wir sie vielleicht. Ja. Aber in der SMS hast du natürlich viel weniger Möglichkeiten, wirklich relevante, gute, nützliche Inhalte reinzuschreiben. Das heißt, automatisch wird der Content in der SMS oder in der WhatsApp-Nachricht halt weniger inhaltlich wertvoll für dich sein. Und dementsprechend erhöhst du damit natürlich schon viel schneller das Risiko für Brand Damage und dass du den Leuten auf die Nerven gehst, als in einer guten E-Mail. Ne? Dazu kommt beim E-Mail-Marketing natürlich auch noch, dass du, wenn du Kontakte in deinem CRM, in deiner E-Mail-Liste hast, dann gehören die dir. Und du baust dein Marketinghaus eben nicht auf dem gemieteten Grund von WhatsApp oder wem auch immer. Ja. Oder von irgendwelchen Werbeplattformen wie LinkedIn, Google, Facebook und Co. Sondern die E-Mail-Liste, die Kontaktliste, die kann dir keiner mehr nehmen. Und da kannst du die Leute sehr, sehr gut mit erreichen. Gerade auch, wenn jetzt die Themen Datenschutz und so weiter und so fort natürlich immer strenger werden und da die Möglichkeiten immer geringer werden, zum Beispiel über Retargeting und so die Leute zu erreichen. Die E-Mail-Liste gehört dir. Deshalb, E-Mail-Marketing ist nicht tot. Ich würde sogar sagen, es ist wahrscheinlich so lebendig wie nie zuvor. Was ist so eine Frage, die du von den Marketern gerne beantwortet haben würdest, damit sie auch einen vernünftigen Job für dich machen können? Jetzt hast du mich kalt erwischt. Egal, dann stellt er mir jetzt hier die nächste Frage. So, next question. Jetzt haben wir drei Phasen gesamt, die wir, sag ich mal, in so einem Marketing-Funnel durchlaufen. Mhm. Von Awareness, Lead Generation zu Conversion-Phase. Warum reicht es nicht einfach, wenn wir nur Lead Generation machen? Die mittlere Phase, ja? Ja. Okay, also, wir brauchen erstmal vor der Lead Generation eine Phase, die für uns überhaupt Daten liefert, wie wir Leads und später Interessenten generieren wollen und womit. Mhm. Ja, also in der Lead Generation Phase bieten wir ja in der Regel etwas im Tausch gegen Kontaktdaten an. Ja. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was müssen wir da im Optimalfall anbieten? Was ist hilfreich, wertvoll, nützlich für unsere Zielgruppe? Was ist genau das Trigger-Symptom oder das Problem, der Engpass oder das Ziel, was einfach so relevant für die Leute ist, sodass wir eben zum möglichst günstigen Cost per Lead, was ja auch eine Spezialität hier von uns immer ist, dass wir im Marktvergleich ja sehr, sehr, sehr günstige Cost per Leads hinbekommen, dann realisieren können. Und eben nicht wie die meisten anderen, die im B2B-Marketing unterwegs sind, horrende Kosten per Leads haben oder manchmal sogar einfach ja, gar keine Leads einsammeln. Und deshalb müssen wir erstmal sozusagen validieren, schnell und einfach und günstig in der Awareness-Phase, was ist das Thema, womit wir Leads auch wirklich generieren können. Plus, wie kriegen wir nicht nur günstige Leads hin, sondern wie kriegen wir auch eine maximal hohe Lead-Qualität hin. Ne? Weil wir wollen natürlich auch gucken, wie ist das exakte technische Targeting, um die richtige Zielgruppe zu erreichen, was müssen wir einstellen und so weiter. Das wird alles getestet in der Awareness-Phase, um dann datenbasiert die nächste Phase aufmachen zu können, die Lead-Generation-Phase. Da werden dann Leads generiert. Ja, aber jetzt sind wir natürlich an der Stelle, okay, es werden Leads generiert, ja, also grüne Bananen. So, das reicht aber nicht, weil wisst ihr selber, grüne Bananen kaufen noch nicht, nur weil ich irgendwelche, wie viele das ja machen, irgendwelche Whitepaper-Leads oder so generiert habe, heißt das noch lange nicht, dass die auch zu Kunden werden. Deshalb, danach muss halt die Conversion-Phase folgen, Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufgebaut werden durch exzellenten Content, auch wieder genau auf das Thema, was wir oben getestet haben, was relevant für die Leute ist. Und dann nach und nach damit reife Bananen entstehen, Verkaufsgelegenheiten für Sales, ne? Der Elfmeter auf den Punkt legen, den Torwart entfernen, sodass Sales dann schön verwandeln kann. Genau, so soll es sein. Alright, nächste Frage. Jetzt, angenommen, ich habe schon eine Liste. Ich habe schon eine Liste von Leuten, die, also von Unternehmen, die
für unser Produkt in Frage kommen. Ja. Kann ich diese Liste nutzen und wenn, wie mache ich das wirklich gut? Ja, du kannst diese Liste auf unterschiedliche Arten nutzen und da kommt es auch sehr stark darauf an, wie du diese Liste generiert hast. Mhm. Es gibt ja die Wege, wo einfach irgendwelche Listen bei irgendwelchen Anbietern mit Kontaktdaten eingekauft werden, ja, und dann einfach Kaltakquise gemacht wird, im Sinne von kalte Massen-E-Mails raussenden, kalte LinkedIn-Nachrichten rausballern, kalt anrufen etc. Das ist natürlich keine coole Art und Weise. Das würde ich nicht als Liste durchgehen lassen, weil die Leute haben sich niemals bei dir eingetragen. Kein Mensch hat Lust, sozusagen die ganze Zeit kalt angesprochen zu werden. Du weißt gar nicht, ob die Personen überhaupt ein Problem oder ein Ziel haben, wobei ihr wirklich helfen könnt, ob das relevant für die Leute ist und so weiter und so fort. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, warum Kaltakquise, nämlich 2024 nicht mehr funktioniert und was halt deutlich bessere Wege sind, können wir auch hier verlinken. Und wenn du jetzt natürlich eine Liste hast, wo die Leute sich schon vorher bei dir aktiv eingetragen haben, das kann ja auch noch als grüne Bananen sein, einfach nur erstmal als Leads für ein PDF oder sonst etwas, dann haben die Leute dir zumindest schon bekundet, dass sie Interesse an dem haben, wobei du grundsätzlich helfen kannst, und sie haben dir schon aktiv ihre Kontaktdaten gegeben. So, und jetzt kannst du im Prinzip erstmal mit beiden Listen, könntest du, wenn du bezahlte Werbeanzeigen schaltest, könntest du sogenannte ABM-Kampagnen machen, Account-Based Marketing. Das heißt, du kannst im Prinzip dafür sorgen, dass die Personen in der Liste dann auch zum Beispiel deine Werbeanzeigen sehen. Das heißt, du kannst ganz spezifisch einzelne Unternehmen, einzelne Personen targetieren, die du targetieren möchtest. Wir haben zum Beispiel mal für einen Kunden eine Kampagne gemacht, wo nur BMW targetiert wurde. Also okay, wirklich ausschließlich BMW-Mitarbeiter targetiert wurden. Eine super coole Kampagne. Auch schöne Metriken gehabt. Ja, und dann kann man da auch mit AI ein paar verrückte Sachen machen. Ein neues BMW-Modell entwerfen. Und dann denken natürlich die BMW-Mitarbeiter so, was ist das denn? Kennt ihr noch gar nicht. Und natürlich, wenn es wirklich jetzt eine Liste ist, wo die Leute sich auch aktiv bei dir eingetragen haben, dann logisch, ne, kannst du damit auch noch ganz viele andere Sachen zaubern, wie diese Leute dann zum Beispiel direkt mal zu einem Webinar einzuladen, diese Leute mit einer freundlichen Nachricht auf LinkedIn hinzuzufügen, in den direkten Austausch zu gehen. Natürlich Remarketing, Retargeting zu machen, dafür zu sorgen, dass die Leute dich im gesamten Internet überall wieder sehen, jetzt nicht nur auf LinkedIn, sondern zum Beispiel auch über das Google Display Network oder über YouTube auch regelmäßig wieder an dich erinnert werden. Mere Exposure Effekt. Und ja, das ist immer eine sehr, sehr, sehr schöne Grundvoraussetzung, Ausgangslage, wenn es schon Listen gibt, im Optimalfall eben keine kalt eingekauften, sondern solche, wo die Leute sich auch wirklich schon bei euch eingetragen haben. Hm, verstehe. Und wenn man da, sag ich mal, einen spezifischen Fall sich anschauen würde, mal angenommen, ich habe jetzt eine Liste von Unternehmen, ja, die, es ist jetzt eher so ein Fall für Software. Ja. Heißt, ich habe ein Unternehmen, wo ich weiß, für die könnte meine Software interessant sein. Ja. Und da müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Eine gewisse Anzahl an Maschinen oder sowas, die da in dem Unternehmen sein müssen, dass meine Software auch wirklich dort sinnvoll, ja, ist. Kann ich sowas dann genau in dem Fall auch so nutzen? Nein, du hast die Liste jetzt schon von genau diesen Unternehmen und weißt, dass sie zu eurem exakten Zielkundenprofil passen, oder weißt du das noch nicht? Also ich weiß, dass sie diese Voraussetzungen erfüllen, aber ich, ja, habe jetzt keine einzelne Ansprechperson, sondern ich habe nur das Unternehmen. Die Unternehmensliste, genau. Ja, ja, klar, genau. Die kannst du auch ganz, ja, ganz wie beschrieben, einfach als ABM-Liste, Account-Based, okay, Marketing, ja, zum Beispiel mit deinen bezahlten Werbeanzeigen nutzen. Mhm. Und dann kannst du die Position, die Jobtitel, die Rollen in diesen Unternehmen, mhm, deiner Liste, die kannst du dann laserscharf ansprechen. Du könntest zum Beispiel sagen, hier ist meine Liste an Unternehmen, die ich gerne erreichen möchte. Und jetzt zeige meine Werbeanzeigen, meine Kampagnen allen Software-Engineers ausschließlich oder allen Produktingenieurs oder, ja, allen Entscheidern im Sales oder allen Entscheidern in der Buchhaltung bei exakt diesem Unternehmen oder bei diesen Unternehmen an. Das kannst du dann wunderschön machen, ja. Verstehe, im Endeffekt dann halt auf die Rolle bezogen, für die jetzt meine, genau, Software dann auch relevant ist. Genau, ja. Alright, danke. Paula, was geht bei dir gerade? Ich habe gerade einen Vortrag über Branding gehört. Nein. Allerdings für eine D2C-Brand, deshalb nur semi-hilfreich. Gut, wir machen hier B2B-Marketing. Ja. Alright. Danke dir, Michael, gell, für die Zeit, für das Beantworten der Fragen. Danke dir, Simon. Ja.
Jetzt? Und jetzt natürlich, wenn ihr jetzt irgendwelche Gedanken, Feedback, weitere Fragen habt und euch das Format hier gefallen hat, dann schreibt das gerne einfach mal in die Kommentare drunter. Oder schreibt mir oder dem Simon auch einfach bei LinkedIn. Dann machen wir vielleicht nochmal so ein Format, dann auch mit euren Fragen drin. Ja. Und ja, ansonsten, ne, wir bringen hier jede Woche neue Videos raus. Klickt gerne auf Abonnieren, dann kriegt ihr automatisch Bescheid. Mit ganz viel tiefen Content auch zu den einzelnen Themen, die wir hier gerade so besprochen haben. Die anderen Videos, die wir angesprochen haben, sind in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten, ja, freuen wir uns natürlich über euren Like, euer Abo. Wir hören und sehen uns. Euer Michael und euer Simon.